Vermutlich schaust du dieses Video gerade, weil es dir von einem Algorithmus vorgeschlagen wurde. Doch was ist eigentlich ein Algorithmus? Und was ist künstliche Intelligenz? Nehmen wir Larry. Was ist dein Lieblingsrezept? Schauen wir uns das Rezept an. Ein Algorithmus ist nichts anderes als eine Abfolge von Anweisungen zur Lösung eines Problems. Der Algorithmus würde hier also lauten: Füge 50 Milliliter Öl hinzu, füge 50 Gramm Mais hinzu, erhitze den Topf auf 180 Grad Celsius. Zugegebenermaßen würde sich dieser Algorithmus optimieren lassen. Füge Deckel hinzu. Algorithmen sind überall. Okay, hier vielleicht nicht unbedingt. Sie steuern unsere Haushaltsgeräte, navigieren uns auf dem schnellsten Weg durch die Stadt und zeigen uns personalisierte Empfehlungen in sozialen Netzwerken. Ohne einen Algorithmus hättest du dieses Video vermutlich nicht einmal entdeckt. Doch jetzt kommt der spannende Teil. AI, or Artificial Intelligence. Auf Deutsch also Künstliche Intelligenz, oder kurz KI. Larry, weißt du überhaupt, was KI ist? Einfach gesagt ist eine künstliche Intelligenz ein Algorithmus, der selbstständig lernen kann. Also fast wie du, Larry. Oder auch nicht. Künstliche Intelligenz ist bereits heute Teil unseres Alltags. Sie erkennt Gesichter in Fotos, spielt mit und gegen uns Spiele, beantwortet unsere Fragen. Meistens zumindest. Sie erstellt medizinische Diagnosen, übersetzt Text in jede beliebige Sprache und erzeugt realistisch klingende Stimmen wie mich. Doch ohne die Sammlung und Analyse gigantischer Datenmengen wäre das alles nicht möglich. Es ist daher kein Wunder, dass Daten heute als die wertvollste Ressource bezeichnet werden. Doch niemand hätte die Zeit und Geduld, diese Daten von Hand auszuwerten. Oder Larry? Zum Training der Bilderkennung existieren daher riesige Bilddatenbanken mit Millionen von kategorisierten Bildern. Meist werden zur Analyse sogenannte neuronale Netzwerke verwendet. Diese funktionieren im Grundprinzip wie unser Gehirn und sind in der Lage, Verbindungen zwischen Neuronen zu simulieren. Vereinfacht gesagt, sind sie dadurch in der Lage, wiederkehrende Muster in Bildern zu erkennen. Die Entwicklung und Simulation solcher Netzwerke erfordert meist eine Menge Mathematik oder eine sehr hohe Rechenleistung. Doch die Ergebnisse sind ziemlich beeindruckend. Zum Beispiel können neuronale Netzwerke bereits alte Schwarz-Weiß-Fotos realistisch einfärben, die Kalorien eines Essens anhand eines Fotos schätzen, den Bildstil von einem Bild auf ein anderes übertragen, Logos generieren, Zeichnungen in Katzenbilder umwandeln, die Hunderasse erkennen, die Tageszeit oder Jahreszeit in einem Video nachträglich ändern. Doch nicht nur das. Bereits heute ist es möglich, fotorealistische Gesichter mithilfe künstlicher Intelligenz zu generieren. Während virtuelle Charaktere durch neuronale Netzwerke eigenständig das Laufen lernen, trainieren autonome Roboter bereits Backflips. Da scheinen selbstfahrende Autos nur der Anfang zu sein. Und übrigens, die Musik, die ihr in diesem Moment hört, wurde auch von künstlicher Intelligenz komponiert. Hier eine Umsatzprognose für künstliche Intelligenz von 2016 bis 2025. Von dem Jahr 2018 bis 2025 wäre das eine Umsatzsteigerung um fast das 20-fache. Doch während künstliche Intelligenz scheinbar jeden Bereich unseres Lebens automatisiert, stellt sich noch eine Frage. Werden wir bald alle arbeitslos sein? Okay. Laut einer Studie könnten bis zum Jahr 2030 etwa ein Drittel aller Jobs in den USA und Deutschland durch KI überflüssig werden. Theoretisch hätten wir dadurch mehr Zeit für andere Dinge. Doch für was? Meist ist der Mensch für Fehler verantwortlich. Oder Larry. Es ist daher kein Wunder, dass die Fehlerquote durch künstliche Intelligenz erheblich reduziert werden könnte. So wird zum Beispiel prognostiziert, dass selbstfahrende Autos die Unfallquote um bis zu 90% reduzieren können. Computer sind den Menschen bereits heute in einigen Bereichen überlegen. Mit steigender Rechenleistung wären somit auch Superintelligenzen denkbar. Also Maschinen, die den Menschen in vielen oder allen Gebieten überlegen sind. Einige Menschen fürchten daher die technologische Singularität. Den Zeitpunkt, an dem sich Maschinen mithilfe von künstlicher Intelligenz selbst verbessern können. Okay. Was haltet ihr von künstlicher Intelligenz? Wo würdet ihr euch sie wünschen und wo nicht? Okay. Schreibt es in die Kommentare. In der Beschreibung findet ihr außerdem noch einige Beispiele zum Ausprobieren.